Christopher Vogt. Ja, liebe Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich hätte die Rede auch für die Grünen gehalten, aber die haben es, finde ich, gerade eh schon schwer genug. Insofern glaube ich, ist es gut, dass es wieder alles seine Ordnung gefunden hat. Die Aktie steigt. Meine Damen und Herren, ich finde es gut, dass wir erneut über Chancengerechtigkeit hier im Hohen Hause debattieren. Denn die soziale Herkunft der Kinder ist immer noch viel zu entscheidend für den Bildungserfolg. Das gilt in Deutschland, das gilt auch in Schleswig-Holstein. Und nicht erst durch die Inflation ist die Frage nach der Bezahlbarkeit des Alltags für viele Familien ein großes Thema und vielfach auch wirklich ein Problem. Deswegen brauchen wir auch bei den schulischen Kosten angemessene Lösungen. Es ist meines Erachtens zum Beispiel eine staatliche Aufgabe, oder sollte es sein, allen Kindern ein geeignetes digitales Endgerät für den Unterricht bereitzustellen, da hierfür ja besonders hohe Kosten anfallen, die viele Familien mal nicht ebenso stemmen können. Und Bücher hat die Schule ja in der Vergangenheit den Kindern auch zur Verfügung gestellt. Der Digitalpakt war da leider auch nicht immer hilfreich. Dieser ist viel zu kompliziert konzipiert, vor allem was die Endgeräte betrifft. Das muss beim nächsten Mal anders und besser werden. Und meine Damen und Herren, die Digitalisierung der Bildung sollte ja unbedingt dazu beitragen, für mehr Chancengerechtigkeit zu sorgen und nicht für weniger. Allerdings glaube ich auch, dass die staatliche Unterstützung bei den Bildungskosten ansonsten schon möglichst zielgerichtet sein sollte, nämlich für diejenigen Familien, die diese Hilfe auch tatsächlich brauchen. Es kann zum Beispiel nicht die Aufgabe des Staates sein, aus meiner Sicht allen Eltern sämtliche Kosten abzunehmen. So sollten Hefte, Mappen, Stifte und ähnliche Utensilien der Grundausstattung weiterhin von den Eltern getragen werden, wenn diese dies leisten können. Das halten wir für zumutbar. Und für andere gibt es das Bildungs- und Teilhabepaket, das in der Tat auch aus unserer Sicht zu einer Kindergrundsicherung weiterentwickelt werden sollte. Aber Herr Kollege Krüger, nochmal, ja, Sie stellen die Bundesfamilienministerin und anstatt, dass die große Milliardensummen raushaut, die sie nicht begründen kann, sollte sie erstmal ein vernünftiges Konzept liefern, damit es endlich vorangehen kann. Also dieser ständige Ruf nach dem Finanzminister bei sämtlichen Themen, für die man selbst verantwortlich ist, ist ein bisschen schlicht, Herr Kollege. Und insofern sage ich Ihnen, wichtig bleibt auch, dass wir die Familien, und das kam in dieser Debatte noch gar nicht vor, dass die Familien auch steuerlich, also Familien mit Kindern steuerlich weiter entlastet werden. Gerade in Zeiten der Inflation, gerade auch die Alleinerziehenden, bei denen es finanziell besonders oft sehr, sehr eng ist. Und die Bundesregierung hat die Familien in Deutschland in diesem Jahr bereits um 7 Milliarden Euro entlastet und damit vor allem auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten reagiert, auch wenn es finanziell, gerade auch für den Bund, alles natürlich schwierig bleibt und vielleicht auch noch schwieriger wird, sollte dieser Weg nach Möglichkeit weitergegangen werden, um die Familien zu entlasten. Abgeordneter Vogt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Palacios. Ja. Sie sprachen ja gerade Sie sprachen ja gerade das Rufen nach dem Bundesfinanzminister an. Ich habe noch ein Beispiel, wo wir wirklich nach dem Bundesfinanzminister rufen sollten. Die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat ja nun ihre Pläne zum Startchancenprogramm konkretisiert. Erst waren, ich glaube, 7 Milliarden Euro im Gespräch. Das sollte das große bildungspolitische Vorhaben werden. Dann wurde es eingedampft auf 1 Milliarde Euro pro Jahr, wären ja dann 4 Milliarden Euro. Jetzt steht im Raum 1 Milliarde für die gesamte Legislatur. Das ist alles, was dabei rumkommen soll. Wie beurteilen Sie das denn? Herr Kollege, dazu wollte ich just in diesem Moment kommen. Sie bleiben aber trotzdem stehen, weil die Redezeit wird jetzt angehalten. Ich kann das auf Ihre oder unsere aller Kosten dann erklären. Also vielen Dank nochmal dafür. Das will ich Ihnen ganz deutlich sagen. Die finanzielle Lage des Bundes ist ja bekannt. Ich weiß, dass das hier mittlerweile obligatorisch geworden ist bei Schwarz-Grün, dass wirklich jedem Thema gesagt wird, der Bund soll mal mehr Geld geben. Und das wiederum bei den Sie sind gerade nicht dran, dass bei jedem landespolitischen Thema gesagt wird, ja, ist ja schwierig, wir haben ja kein Geld. Und ich will Ihnen sagen, da ist das letzte Wort, soweit ich weiß, ist das letzte Wort beim Startchancenprogramm ja noch lange nicht gesprochen. Und ich werbe dafür, dass der Bund da möglichst viel tut nach seinen Möglichkeiten. Ich sage Ihnen aber auch in Sachen Glaubwürdigkeit, gerade beim Thema Chancengerechtigkeit und Familien mit Kindern, Sie haben Ihren Wahlprogramm in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen, dass die gemeinsam von uns in der letzten Wahlperiode betriebene weitere Absenkung der Kita-Kosten, dass die kommt. Und da sagen Sie, das findet gar nicht statt. Und Sie sagen auch nicht, wann das irgendwann mal beginnen soll. Also wenn man von anderen Leuten was fordert, sollte man zunächst die eigenen Hausaufgaben machen, Herr Kollege. Und das, finde ich, ist Ihr großes Problem. Und Herr Kollege, Sie haben es ja schon angerissen, das Startchancenprogramm, das ist ein weiter wichtiger Schritt in die Richtung
der besseren Unterstützung von Kindern mit Familien, Familien mit Kindern, Entschuldigung. 4.000 Schulen, die mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen haben, werden bundesweit über 10 Jahre weg vom Bund unterstützt. Und das ist aus meiner Sicht ein Meilenstein, ein weiterer Meilenstein in Sachen Chancengerechtigkeit, dass der Bund den Ländern hier Unterstützung zukommen lässt. Das macht er ja auf freiwilliger Basis, weil die Reform des Bildungsföderalismus in der großen Form leider noch auf sich warten lässt. Aber, meine Damen und Herren, ich finde das richtig. Und einen ähnlichen Ansatz haben wir ja bereits in Jamaika-Zeit mit dem Perspektivschulprogramm verfolgt. Das hat sich nach meiner Einschätzung bewährt und sollte daher auch fortgesetzt und weiterentwickelt werden. Deshalb können wir auch den Koalitionsantrag, Herr Kollege Balasos, heute unterstützen. Er ist ja wieder angenehm unkonkret formuliert und enthält natürlich auch den bei Schwarz-Grün ebenfalls obligatorischen Prüfauftrag. Auch dem SPD-Antrag können wir zustimmen. Kein Verständnis, Herr Kollege und Frau Ministerin, habe ich für die erneute Attacke der Bildungsministerin Prien auf ihre Kollegin im Bund. Diese Woche gab es da ein bemerkenswertes KN-Interview. Und ich finde das Verhalten von Ministerin Prien da ehrlich gesagt erneut als destruktiv. Und Frau Ministerin, Sie sind zumindest noch nicht bildungspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, sondern Sie vertreten die Interessen Schleswig-Holsteins. Deswegen finde ich, sollten Sie den Ansatz des Staatschancenprogramms begrüßen und konstruktiv begleiten. Er, glaube ich, ist gut mit dem zu verbinden, was wir in Schleswig-Holstein haben. Und da sollte man keine durchschaubaren und ich sage mal ziemlich parteipolitisch motivierten Kampagnen draus machen, sondern sagen, super, dass der Bund genau das macht, den Ansatz verfolgt, der das Land schon seit einigen Jahren verfolgt. Und das kann man gut zusammenbinden, Herr Kollege Kilian. Und ansonsten empfehle ich wirklich die Energie, Frau Ministerin, in die ganzen Großbaustellen, die Sie auch nach 6 Jahren im Amt noch haben. Lehrkräftegewinnung. Ja. Ganztagsausbau, Präventionskonzepte gegen Mobbing und Gewalt an den Schulen, die weitere Digitalisierung, eine MINT-Offensive, die Stärkung der Grundschulen, Stichwort IQB-Studie, ja, also gerade der Übergang zwischen Kita und Grundschule. Sie haben so viele Großbaustellen, kümmern Sie sich um diese und bringen Sie sich auf Bundesebene konstruktiv ein, dann kommen wir auch zusammen.